willkommen zu einem neuen Video. Als erstes tue ich einmal die Kohle ein wenig nach innen, da wir schon was länger rauchen. Alex, du kannst doch mal sagen, worum es heute geht. Ja, heute machen wir ein Tabak-Review. Welch ein Wunder. Ja, wir haben heute mal was, soll ich sagen, neu, aber wir haben es noch nicht vorgestellt aus der Serie. Genau. Also von Golden Pipe, die World Edition Serie, die ja jetzt zur WM rauskam. Richtig, also die kam schon vorher raus, aber jetzt ja, passend zur WM. Ja. Ja, passend zur WM. WM ist ja halt so eigentlich gut vorbei. Ich denke mal, wenn man sieht, schon fast vorbei, ja. Aber ich sag mal so, wir haben hier Tabak, ja. Von einer Nation, die nicht mitspielt in der WM, ja. Oder so, das ist nämlich Palästina. Genau. Und wir haben ja das Ganze sozusagen für 200 Gramm 13,90 €. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Preis. Ja. Wir sind noch in der unteren Kategorie. Und wir kommen als erstes auch sofort mal zum Schnitt. Ja, schnittlich ist das Ganze eher mittel bis grob. Sieht aber trotzdem sehr, sehr gut aus. Molasse ist mir ein bisschen zu wenig. Also der ist mir ein bisschen zu trocken. Er raucht normal, er drückt nicht, kratzt nicht. Aber für mich, für meine Verhältnisse könnte einfach noch so ein Ticken mehr sein. Sieht sehr, sehr trocken aus. Ja, ich sag mal so, die Feuchtigkeit ist okay. Klar, könnte immer ein Tick feuchter sein. So. Ich sag mal so, lieber ein bisschen überschüssige Molasse als gar keine Molasse. So. Eben, und da ist wirklich null. Also Molasse am Boden oder so habt ihr gar nicht. Auch wenn die Dose, die stand jetzt eine Woche hier. Ich habe von unten gebaut und er war trotzdem nicht dann siffiger als oben. Deswegen ist ein bisschen zu wenig, meines Erachtens nach. Aber das tut dem Tabak an sich keinen Abbruch. Ist nur so ein neutraler noch. Schnitt ist wirklich gut, so an sich, ne? Schön mittel bis fein, ein paar Äste dabei. Ne? Eher mittel bis grob, würde ich sagen. Sind ein paar grobe Stücke, ein paar kleine auch, aber ich würde ihn eher auf mittel einordnen. Ja, genau. Ja, geruchlich kommen wir mal zu, das Ganze soll Doppelapfel-Litschi sein. Ich kann ja noch mal zum Setup sagen, wir rauchen in der MIG Amur, im KS Apo mit Butcherkopf. Drei, was hast du drauf getan? Alohan? Nee, One Nation. One Nation, 26er Cubes. Sehr flexibel ist drin. Sehr flexibel. Und randvoll. Genau. Ja. Geruchlich fand das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ihr habt einen Doppelapfel, den ihr auf jeden Fall wiedererkennen könnt. Und noch eine süßliche Note, die so ein bisschen exotisch rüberkommt. Was wahrscheinlich Litschi sein soll. Habe ich noch nicht so oft Litschi in meinem Leben gegessen. Aber für mich kommt das eher als so eine exotische Note da im Geruch mit raus. Also ich finde die Anisnote da drin ist sehr angenehm. Also es ist nicht so die Anisrum, die dir vor den Fresse schlägt wie bei Doppelapfel. Weil ich ja auch selten Doppelapfel rauche. Mhm. Aber ich finde relativ angenehm mit dieser exotischen Frucht, wie schon gesagt. Ja, es wird wahrscheinlich Litschi sein. Ich sag mal so, man kann die jetzt nicht so klar definieren, aber man riecht, dass was anderes drin ist. Genau, es ist kein typischer Doppelapfel an sich. Der Ton ist da, aber wirklich dann im Endeffekt doch was anderes. Die Dose gefällt mir sehr, sehr gut. Ist relativ hoch, schön abgerundeter Deckel. Zum Stapeln eignet er sich auch. Hat hier nochmal eine Kante. Und ja, so an sich wirklich ein schönes Teil. Ja, wir kommen zum Geschmack. Geschmacklich, wie im Geruch, auch die Anisnote ist nicht zu stark. Also man kann die wirklich easy rauchen. Ticken mehr als im Geruch, würde ich sagen. Ja, also man hat diese exotische Frucht, komischerweise, finde ich auch ein bisschen stärker jetzt als im Geruch vorher. Und, ja. Aber ich finde, so der Doppelapfel und die Litschi harmonieren sehr schön zusammen. Man kann sie jetzt nicht klar trennen. Richtig, ja, obwohl man Doppelapfel kennt. Ja, genau. Kann man trotzdem nicht so trennen, ja. Ja, aber die vermischen sich schön und harmonieren eigentlich ganz gut. Finde ich auch. Also an sich wirklich ein Ding, was mal ein bisschen weiter gedacht ist. Also wir hatten schon mal einen Doppelapfel mit Cranberry von Rauchgold in Shish. Da hat das Ganze auch sehr, sehr geil geschmeckt, aber in so eine leicht andere Richtung. Und hier einfach wirklich was anderes, was Schönes, eine Variation. Man muss schon auf Anis stehen an sich, um hier wirklich öfter mal rauchen zu können. Für dich geht's jetzt wahrscheinlich, ne? Nein, aber den Einkauf werde ich hier ertragen. Für Doppelapfel-Liebhaber, die mal eine kleine Abwechslung drin haben wollen, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Teil. Ja, von mir geht eine Probierempfehlung raus. Ich bin an sich ein, ja, früher war ich ein sehr lieber Doppelapfelraucher, sagen wir so. Mittlerweile dann doch eher nur noch sporadisch, aber so passt es auf jeden Fall. Ja, die Probierempfehlung, wie gesagt, geht von mir raus. Von dir auch? Ja, also probieren kann man es auf jeden Fall. Ich sag mal so, die Doppelapfel lieben oder mögen, ja, die können sich den auf jeden Fall safe kaufen. Und wenn man noch nicht Doppelapfel geraucht hat, würde ich den bevorzugen, um sich erstmal an die Anis-Note sich zu gewöhnen. Richtig.
Also die Rauchentwicklung an sich geht auf jeden Fall auch safe klar. Wir rauchen jetzt schon ein bisschen was länger, deswegen ist es ein wenig abgeflacht, aber genauso, auch am Anfang war es okay. Genauso wie bei jedem anderen Tabak standardmäßig ist die Rauchentwicklung gut da. Hitze verträgt das Ganze auch sehr schön und die Langlebigkeit der Aromen sind auch komplett da. Also ist immer noch mundvoll und das jetzt nach fast 50 Minuten dabei. Ja. Also geht auf jeden Fall safe klar. Und ein Facebook, Instagram für den schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, Daumen nach oben da lassen. Richtig. Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Genau. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.